Es ist Zeit, gehen wir's an. Okay, 3, 2, 1. Ich wende mich heute an Sie, weil etwas eingetreten ist, was es in dieser Form in unserem Land noch nicht gegeben hat. Ja, der ist jung. Das ist aber genau seine Chance. In Wirklichkeit hat er ja Ähnliches gemacht wie Strache. Es ist nur erstaunlich, dass es ihm mit der ÖVP auch gelungen ist. Das, was um Sebastian Kurz passiert ist, das klingt retrospektiv betrachtet wie blanker Hohn. Was aber wirklich schwerwiegend ist, das sind die Ideen des Machtmissbrauchs. Da ist Ibiza dagegen ein Kindergeburtstag. Bundeskanzler, auf 104 Seiten legt die WKStA ein System dar, das zeigt, dass ihre engsten Vertrauten und Mitarbeiter Umfragen in der Tageszeitung Österreich manipuliert haben. Er hat ja einen großen Teil der Medien schon gekauft. Es gibt keine Machtübernahme, die so minutiös nachzulesen ist wie die von Sebastian Kurz. Belegt wird das mit hunderten SMS, Mails und Kalendereintragen. Wer soll Ihnen glauben, dass das alles nur erfunden ist? Da hat er gesehen, da entsteht Potenzial, wenn ich dieses Thema bewirtschafte. Aber wir sollten nicht glauben, dass es ohne diese Bilder gehen wird. Das ist der größte Wahlkampfauftakt, den Österreich je gesehen hat. Kurz und seine Partie haben die rechtsreaktionäre Kommunikation in die Mitte der Gesellschaft gebracht. Rechtspopulisten machen einfache Angebote in komplizierten Zeiten. Mir fehlen selten die Worte, aber heute ist es soweit. Zeigen damit auch, dass Politik Spaß machen darf. Ja.